Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge vom Kaffee Owner Simulator. Tatsächlich haben wir den Laden gerade in der letzten Folge zugemacht. Jetzt warten wir darauf, dass alle raus sind. Und dann werden wir mal gucken, dass wir da die Pizza da irgendwie zurecht bekommen. Wir füllen mal ganz kurz hier noch auf. So. Okay. Zoe, können wir jetzt was am Menüpunkt ändern? Nein, noch nicht. Hier scheint noch nicht alles raus zu sein. Wir gucken mal ganz kurz oben. Hier liegt halt überall Geld rum. Und er frisst sein Sushi noch. Sehr gut. So, er ist raus. Hier liegt nichts mehr. Hier liegt nichts mehr. Doch, da liegt noch was. Dann hatten wir hier, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Machen wir trotzdem noch ein bisschen voller. Machen wir ein bisschen voller, ne? So, okay, das haben wir auch. So, dann müssten wir jetzt eigentlich, hoffentlich, nee, immer noch nicht. Bis jetzt weg. Oder immer noch nicht. Menü. Ah, jetzt dürfen wir. Jetzt dürfen wir. Pizza raus. So. Schmeißen wir das einmal alles rüber, bitte. Ab sofort gibt es bei uns nur noch Pizza. Ob er wollt oder nicht. Aber ich möchte die Quest gerne fertig haben. So, einmal Pizza. Einmal öffnen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Im Regelfall dürften jetzt viele, viele Menschen kommen. Ah, unsere Werbung ist gerade durchgegangen. Ach, guck mal. Da kommen zwei. Er tanzt da hinten für sich alleine. Da kommt auch einer. Okay, okay. Beim nächsten Mal schließen machen wir auf jeden Fall den zweiten Kühlschrank hier hin. Das machen wir ja, schieben wir jetzt schon mal länger auf. Das schieben wir ja schon mal länger auf, tatsächlich. Hast du da eine Rose in der Hand? Und ein Handy? Oder was ist das? Oder soll das ein Lutscher sein? Hm. Verkaufen Sie 15 Pizzen, Pizzen an Besucher für eine Teilnahmeprämie von 300. Aber bis jetzt, warte mal, ich habe jetzt Pizzen verkauft. Ah, doch, okay. Also die müssen ausgeliefert werden, alles klar. Alles klar, die müssen ausgeliefert werden. Verstanden. Kaufen Sie jetzt bitte, bitte Pizza. Kaufen Sie bitte Pizzen. Ganz viele. So. Da kommt noch einer, da kommt auch noch einer. Und da hinten kommt auch noch einer. Sehr gut. Haben wir wieder hier... Nein, wir haben keinen Besuch. Was... Die gehen halt jetzt alle Kaffee saufen, oder was? Ihr sollt Pizza fressen. Ihr sollt doch Pizza fressen, Mann. Wie sieht's hier aus? Gucken wir mal ganz kurz rein. Croissants. Wir hätten gerne 5 Croissants. Nimm Ablage. Fülle die Ablage mit Croissants. Dass man hier keine 2 Sachen reintun kann, ne? Ist auch ein bisschen dämlich. Auch ein bisschen dämlich. Naja. Habe ich aber schon letztes Mal, glaube ich, gesagt. Finde ich ein bisschen komisch. Aber dann gut. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Öffnen, nimm Ablage, lege Ablage, geh zum Regal und klock. Dann haben wir das auch wieder voll. 1, 2, 3 Pizzen sind im Auftrag, das ist gut. So. Ja. Natürlich macht man die Pizza im Topf. Man kennt das, das ist die Pizza, ne, die Ofenpizza, ne, warte mal, die Topfpizza, dahin wollte ich. Die Topfpizza. Hört sich auf jeden Fall lecker an.
Hallo. Junge Dame, Sie haben da noch jemanden am Telefon. Sie telefon... egal. 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 So. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch 4 Pizzen, die wir beliefern müssen. Dann sind wir schon fertig. Wir sammeln mal ganz kurz hier das Geld ein. Wenn es denn irgendwo noch was liegt. Oh, oh, ey. Stopp, 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 stopp. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, 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 ja. Lebensmittel. Das ist natürlich belastend, wenn wir nur eine Sache haben, die wir herstellen und dann das Zeug dafür nicht haben. So, bitteschön. Hui. Kann wieder losgehen. Ja, genau. Genau, das habe ich nämlich auch gesagt. So. Menü. Nicht Menü. Lebensmittel. Ne, sieht gut aus. Miau. Da ist keiner. Hier ist keiner. Was liegt denn da? Liegt da eine Dose drauf? Tatsächlich. Yippie! Scheinbar spawnen die also doch hin und wieder. Was wir hiermit machen, weiß ich immer noch nicht so ganz genau. Da habe ich immer noch keine plausible Antwort. So, hier liegt nichts Neues. Nein. Lag die ganze Zeit die Dose da und ich habe sie nicht gesehen. Wäre ja schon traurig. Das wäre ja schon traurig. Hallo. Bum, bum. Oh, miau. Was ist denn los? Was ist denn los? Ist da jemand? Aufgabe erledigt. Jetzt soll ich 500 Burger verkaufen. Natürlich, kennt man. Einen Augenblick, wir machen den Laden zu. Zahlen, ändern dann das Menü zum Burger. Oh nein, jetzt kommt die Feuerwehr. Die Feuerwehr kommt. Können wir schon was? Nein, können wir noch nicht. Ich glaube, wir kriegen Probleme. Ey! Ich glaube, jetzt kriegen wir Probleme. Fresst mal was schneller hier. Bolumbum. Oh. Den packen wir auch mal ganz kurz weg. Oh, wir haben doch keine. Nach unseren Vorschriften müssen sie mindestens 3. Ja, ich habe mindestens 3. Also von daher alles easy. Und wir haben scheinbar eine neue... Boah, 10.000. Neue Möbel, die für das Kaffee oder Restaurant geeignet sind. Okay. Wir hätten einen Auftrag. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir die Mission oder machen wir... Machen wir die Aufgabe. Sowohl als auch fände ich eigentlich ganz cool. So, warte mal. Das schmeißen wir ganz kurz raus. Das schmeißen wir mal ganz kurz wieder rein. Ja, dann machen wir einfach den Laden auf. Dann werden wir jetzt einfach noch die Burger-Mission da machen. Übrigens, wir haben fast die Hälfte. 5 Gerichte mindestens auf der Karte. 1, 2, 3, 4. Oh, tatsächlich. Dann kriegst du noch ein paar Pommes. So. So. Okay. Dann kriegst du noch ein paar Pommes. Hi. Ja, was denn? Ist da was? Ja, was denn? Ist da irgendwo was? Wollen wir nochmal gucken? Hier ist doch gar nichts. Hier ist nichts. Oh, doch, noch eine Dose. Hier war doch noch was, ist okay. Aber sonst haben wir jetzt wirklich alles. Wir gucken, glaube ich, nochmal genauer hier hin. Da hochspringen kann man nicht. Nee, kann man nicht.
Nee, hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Hä? Wo sind jetzt die Mieze hin? Führt mich die Mieze zu diesen neuen Sachen? Warte mal. Kann es sein, dass die immer... Okay, ich habe jetzt eher gedacht, die würde mich zu Sachen führen. Aber das tut sie tatsächlich nicht. So, wir suchen übrigens immer noch Brickfoot. Aber den haben wir bis jetzt auch noch nicht ganz gefunden. Ich weiß gar nicht, wo der erscheinen soll. Ich nehme an, hier hinten irgendwo. Also wäre jetzt mein Tipp. Weil vorne ist die Straße. Hier ist zwar auch eine Straße, aber... Also ich nehme an, eher hier irgendwo. Also ich nehme an, hier bin irgendwo. Ist hier irgendwas noch versteckt? Was ich bis jetzt übersehen habe? Nee. Oh, doch. Hallo, noch eine Döschen. Ja, so langsam. Haben wir sie alle, wa? Wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt 12 von 22. Heißt, 10 Stück liegen noch irgendwo versteckt rum. Und ich habe sie noch nicht gefunden. Hier liegt auch nichts drauf. Da drin ist auch nichts. Erstmal den Baum absuchen. Ja. Hier haben wir leider nichts. Ich habe den falschen Code. So. Okay, hier hinten darf ich wieder nicht lang. Alles klar. Oh. Oh. Soll ich hier lang gehen? Darf ich hier lang gehen? Was ist jetzt? Ich glaube nicht, dass ich hier hinten sein darf. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht sein sollte. Bigfoot, bist du hier? Oder steht gleich bestimmt neben mir und ich... Oh, nee. Das ist schon nicht gut hier. Das ist schon nicht gut. Hm, okay. Ich glaube, hier darf ich tatsächlich doch sein. Aber hier ist sonst nichts. Also, warum dürfen wir da hochgehen, aber da ist nichts? Das ist jetzt gerade die Frage der aller Fragen. Warum dürfen wir hier hoch und hier ist nichts? Ist das einfach nur so? Oder lähmt da jemand im Busch? Okay. Wir laufen eben zurück. Wir haben nur noch 6 Burger, die wir verkaufen müssten. So, einmal zurück. Wir gehen mal ganz kurz aufs Dach. Vielleicht haben wir da auch noch irgendwo eine Dose übersehen. Glaube ich zwar nicht dran, aber wer weiß. Nö, aber das sieht sauber aus. Das sieht sauber aus. Hier ist nichts. Hier ist nichts zu holen. Da unten ist eine Mieze. Sonst sehe ich hier tatsächlich auch nichts. Ui. Okay. Nö, hier ist auch nichts. Okay. Hier ist leider nichts. Warum steht die Mieze jetzt hier? Und guckt in diese Richtung. Ich glaube manchmal, das könnte wirklich eine Bedeutung haben. Aber so sicher bin ich mir noch nicht. So, meine Restaurante, wir können upgraden. Tada! Na so, wir haben auch die letzte Ebene bekommen. Wir laufen mal ganz kurz hoch.
Also nicht hoch, sondern hier hin. Ja, und reinigen hier mal ganz kurz die Fläche. Schick hier oben. Wie sieht's Müll aus? Mülltechnik voll. Mülltechnik, hupala, da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Müll entsorgen. Okay, wir haben jetzt noch $600. Wenn die Bürger jetzt gleich so durch sind, können wir ja so oder so nochmal, wenn die Bürger durch sind, können wir so oder so, ach guck mal, jetzt wollen wir nämlich Sushi verkaufen. Okay, wir machen den Laden zu, stellen um auf Sushi. Hier oben können wir jetzt auch weitermachen, weil er ist fertig. Er ist schon wieder fertig. Wie viel haben wir jetzt? 900. Werden wir auf jeden Fall nicht weit kommen für die Einrichtung. Auf jeden Fall nicht. Da werden wir auf jeden Fall nicht so weit kommen. Das steht auf jeden Fall fest. Die Frage, die ich mir jetzt gerade nur stelle, so, hey, wir haben jetzt das. Ich hätte gerne noch ein oder zwei Errungenschaften, da bin ich ja ehrlich, ne? Also, ich spiele ja die Spiele meistens so für Errungenschaften. Ich bin ja so ein elendiger Sammler, ne? Muss ich ja leider zugeben. Ich liebe es, hoppala, Errungenschaften zu sammeln. Und, deswegen würde ich da auch noch ein oder zwei gerne machen wollen. Ich glaube nicht, dass ich das mit euch hier auf 100% spielen kann, weil ich glaube, das wird irgendwann einfach zu grindy, dass du einfach nur noch zu viel laufen lassen musst, um dass wir irgendwas bekommen. So, sonst ist hier alles gut. Wir ändern das Lebensmittel. Wir packen Sushi rein. Sushi. Und öffnen den Laden nochmal. So. Da müssen wir nämlich jetzt 15 mal Sushi verkaufen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Wir brauchen auf jeden Fall das da neu. Die obere Etage würde ich dann gleich bauen, so wenn wir wieder, so weiß ich nicht, 2, 3, 5.000 Dollar haben. Hier werde ich nämlich dann mehrere kleine Tische hinsetzen, dass wir die Errungenschaft bekommen, Tische aufstellen. Wobei ich das auch ein bisschen komisch finde. Also ich würde ja sagen eher so, okay, Tische sind ja egal, es müssten doch Plätze sein. Also habe x Plätze statt Tische. Aber wer bin ich da, um da, ne? Aber für mich wären eher die Plätze maßgebend statt die Tische. So, haben wir dann, also die kriegen wir halt immer noch nicht. Bedeutet, ich glaube, wir kriegen das nur, wenn wir die Quest hier erledigen. Neue Logos. Stimmt, wir hatten letztes Mal auch schon neue Logos bekommen, ne? Ja, aber wir bleiben beim Burger King. Wir bleiben bei Burger King, das ist ganz gut. So, zweimal Sushi schon verkauft. Laden ist, ja, nicht voll, aber auch nicht leer, also irgendwie mögen die Leute wohl scheinbar kein Sushi. Weil die laufen auch direkt immer zur Kaffeebude. Übrigens Kaffeebude. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen was Neues machen, oder? Moment. Wir müssen mal ein bisschen alles einmal ein bisschen pflegen. So. Ja, nochmal ein bisschen. Da nochmal ein bisschen. Hier nochmal ein bisschen. Dort. Dann, wie sieht es hier aus? Oh, wir haben 7 Stück hiervon einverkaufen. Öffnen mit, öffnen, schließen, öffnen, öffnen, füllen, das. Beginnen mit Backen. Wir müssen alles einmal ein bisschen backen, dass wir da auch wieder was, ein bisschen Vorrat haben, ne? Na komm schon. So, einmal auf, einmal nimm und einmal geht zum Regal. Dann hätte ich gerne hiervon 5 Stück.
vom Käsekuchen. Tack. Einmal Käsekuchen durchbacken. Einmal den Käsekuchen durchbacken. Und dann machen wir danach noch die Croissants. Hier würde ich mir zum Beispiel gerne wünschen, dass man die erweitern kann. Ne, also du kannst ja jetzt mit dem hier gar nichts machen. Das ist einfach ein festes Gebilde und gut ist. Was man machen könnte, ist tatsächlich, wir machen oben, könnten wir oben noch einen machen. Könnte man. Aber ich weiß halt nicht. Also, es ist halt auch schwierig. Sagen wir mal so, es ist halt schon schwierig. Also, wie gesagt, man könnte es oben hinbauen, ja. Hallo? Hallo? Okay. Also, ich glaube, die Katze möchte mir hier irgendwas sagen. Die Katze möchte mir hier irgendwas sagen. Ich weiß nur noch nicht was. Was möchtest du mir hier sagen? Möchtest du mir auch was sagen? Das ist die andere Frage. So, wir müssen hier noch ganz kurz öffnen. Ablage. Geht zum Regal. So. Hä? Okay, alles gut. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Alles gut? Alles gut. So, haben wir Besuch? Nee, keine Besucher. Und hier steht auch keiner blöd rum und will Geld. Dann ist das fein. Wir haben noch 4 Sushi-Dinger. Die würde ich tatsächlich nochmal abwarten. Und dann gucken wir mal, was die nächste Quest so gibt. Oder ja, die nächste Aufgabe, besser gesagt. Kann man hier eigentlich auch irgendwo... Alter Schwede. Blank... Nö. Hier ist halt gar nichts. Nö, hier ist nichts. Hier ist kein versteckter Ein- oder Ausgang. Und wir dürfen auch nur wieder bis hier vorne laufen. Und dann ist gut. Ja, okay. Gut, hier ist nichts. Hier ist tatsächlich nichts. Was mich ein bisschen wundert, dass hier nicht dieser Eingang weggemacht worden ist. Naja. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So, gehen wir kurz zurück. Und wir haben die, Mission abgeschlossen. Wir sollen Chips und Wasser verkaufen. Okay. Gut, so. Ey, ich hab da was gesehen. Stopp mal. Hab ich sie? Ja, ich hab sie. Okay. Ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und sage bis dahin. Na komm. Der will nicht. Jetzt wieder. So, sage bis dahin. Tschüss.